Ja, Jürgen, am 3. Januar seid ihr in die Wintervorbereitung gestartet. Seitdem sind auch schon wieder 4 Wochen vergangen. Was kannst du denn für ein Fazit zu den vergangenen Vorbereitungswochen ziehen? Ja, wir haben alles dabei gehabt. Wir hatten gute Trainingseinheiten, wir hatten den einen oder anderen Corona-Fall, wir hatten Testspiele, 3 Stück. Die haben wir alle relativ souverän absolviert. Das erste 6-1 gewonnen, die beiden anderen 8-0. Zuletzt ist auch hier bei uns zu Hause im Riederwald gegen Heidelberg-Kirchheim. Die Jungs haben es wirklich gut gemacht, muss man sagen. Jetzt sind wir fast alle wieder im Trainingsbetrieb. Das heißt, auch die, die jetzt ein bisschen angeschlagen waren, auch Chadan Mecevic, der operiert wurde, Lars Kleiner, der einen Bänderriss hatte, Medi Lune nach seiner Corona-Zeit zu Hause. Also so langsam füllt sich der Kader und jetzt geht es natürlich darum, vor dem ersten Punktspiel die richtigen Schlüsse nochmal zu ziehen. Und daneben müssen sich die Jungs auch zeigen im Training und dann werden wir sehen, wen wir aufstellen. Du hast die Testspiele angesprochen, die ihr allesamt sehr hoch gewonnen habt. Ja, konntest du überhaupt Sachen bemängeln oder wie blickst du auf die Testspiele zurück? Ja, wir haben in 3 Spielen 24 Tore geschossen, also das ist natürlich schon top. Jeder hat, oder 22, ich glaube, ich habe 2 zu viel. Ja, die Stürmer haben sich auszeichnen können. Ja, Josie hat 6 Tore gemacht, Nacho 4, Foti 4. Also es war gut verteilt. Sam sogar, der 4 gemacht hat. Also für die Jungs war es wirklich gut, dass sie auch mal mehr zum Abschluss kommen. Und das haben wir auch bewusst gewählt, weil wir gegen Hessen-Kassel natürlich auch erwarten, dass wir viel Ballbesitz haben und dann irgendwann eins reindrücken müssen, um dann eben auch 2-3-4 zu machen. Ja, und deswegen waren die Spiele jetzt ganz gut. Zum Auftakt in die Restrückrunde seid ihr dann beim KSV Hessen-Kassel zu Gast. Ja, mit dem Tabellenletzten ein vermeintlich machbarer Gegner. Nichtsdestotrotz natürlich ein Auswärtsspiel und demnach auch unangenehmer als zu Hause. Was erwartet euch denn für ein Spiel? Ja, gut, Hessen-Kassel steht auf dem letzten Tabellenplatz und wird natürlich verteidigen. Ja, das ist ganz klar, dass wir natürlich viel den Ball haben werden und da müssen wir eben Lösungen suchen und auch finden. Und deswegen waren auch die Vorbereitungsspiele jetzt wichtig, weil wir da eben das auch gehabt haben und oft auch die richtige Entscheidung getroffen haben. Und so wird es jetzt am Wochenende auch sein. Ja? Du musst dann eben auch in Führung gehen und dann wird das Spiel sicherlich einfacher. Aber man muss wissen, es ist ein Punktspiel und da gelten natürlich auch wieder andere Gesetze wie in der Vorbereitung. Danke Jürgen und viel Erfolg.